Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der NF-Marsch. Wir machen weiter mit der Mais-Häcksel-Aktion, ne? Versprochen habe ich es mal jemanden. Schon eine Weile her, aber da war noch Mais noch nicht gekeimt. Aber da ziehen wir jetzt durch. Zumindest erstmal ein Feld. Unser Gras scheint zu wachsen. Ja, mit Lohn klappt immer noch nicht. Okay. Obwohl ich kurz Kursplay rausgenommen habe, Spiel gestartet habe und neu begonnen habe. Wahrscheinlich, ja, keine Ahnung, eine andere Version mal nehmen, irgendwann. Ja. Schauen wir mal, ne, irgendwann wird schon klappen. Weil es erstaunlicherweise sind auch Dings hier beim Turing gerade sind auch so. Im Grunde habe ich keine großen anderen Mods aufgenommen. Das Einzige, was ich mal gemacht habe, ist hier Outdrive, aber daran liegt es auch nicht. Da habe ich schon mal deaktiviert und hier ist glaube ich auch deaktiviert, glaube ich. Das verwende ich so nicht in dem Sinne. Weil das mache ich alles mehr oder weniger selbst. Das Abfahren. Und das Einzige, was ich mache, ist immer ein Kursplay Überführung Richtung Lager. Das ist ganz gut. Aber wenn du jetzt drei Brecher auf dem Feld hast, ist es ein bisschen schwierig mit Abfahrern so. Deswegen mache ich da eigentlich lieber mit selber und über Ladewagen. Ne? Haben wir geradeaus rüber, das man geht auch. BGA ist ja links gleich und sollte ganz gut auch so funktionieren. Vom anderen Ende her, ne? Na, hoffen wir das Beste mit der BGH. Er hat es ja extra so gemacht, dass es naja, gut mit den rechten Winkeln. Sicherlich hilfreich. Also wenn du 90 Grad drehen kannst nur. Im Grunde reicht das ja auch für die BGA hier. Oh, da sind wir da. Herr Lehr. Gleich nächsten. Wahrscheinlich werde ich ihn auf ein Zeug springen, alles schaffen wollen. Aber aktuell ist das nicht notwendig. Wir haben jetzt Mitte Herbst 3, also Mitte Herbst kommt auch noch 4. Und dann kommt noch die Rübenernte und die Kartoffelernte. Das sind aber nur kleine Felder. Ist noch nicht reif, glaube ich. Und wenn es reif wäre, ist es so nass, das geht nicht. Man muss mal wissen, bei Kartoffeln ist es ein bisschen anders noch als bei Getreide. Wenn die Erde zu nass ist und ist abhängig vom Boden. Ne? Also wenn jetzt der Boden sandig ist, ist es vielleicht kein Thema. Trocknet relativ schnell. Hast du auf Lehmboden, dann ist es natürlich besonders schwer, wenn es viel, viel Regen war, das es dann entsprechend runterzuholen. Ne? Also man muss sich schon bei der Aussaat oder bei Pflanzen der Kartoffeln im Prinzip achten, dass du den richtigen Boden wählst. Ne? Also bei Lehmboden und im Herbst, das ist immer riskant, also da nichts wird. Ne? Da das Wasser ja da im Prinzip nicht versickert so leicht, eher stehen bleibt, also richtig, also nicht ideal. Natürlich ist das so, wenn jetzt so einige Stellen nass sind, dann wird das halt notfalls stehen gelassen, wenn es nicht geht. Und nachgeholt im Extremfall. Ansonsten ist das futsch, ne? Aber das weiß man allgemein bei bestimmten Feldern, dass man da Bereiche hat, wo man Probleme kriegen kann. Bei mir zu Hause ist das so, da sind die Felder dafür. Ja, die kennen sich halt, ne?
Acker von mir von der Haustür ist auch so eine zwei Stellen, wo man immer nass ist, wo sich Wasser sammelt. Vom ganzen Ackerprinzip hinläuft und dann ist da auch entsprechend längere Zeit nass, wenn das mal richtig lange Regen war. Da ja besonders im Herbst normalerweise viel Regen ist, ne? Normalerweise ist das ja so, ne? Dann ist es dann entsprechend nass, ne? So. Hier ist weit weg vom Traktor. Kriegen wir den Silo hier auch voll. So, schon wieder Folge 2, ne? Das war Dienstag. Ja, heute muss ich noch ein bisschen was tun. Bearbeiten und hochladen natürlich. Und morgen die anderen Turing-Karte fertig machen. Und da ist es auch nicht ganz so dramatisch. Da ist es ja so, dass ich im Prinzip die ganze Woche das machen könnte. Aber ich mache das auch ganz gerne am Sonntag fertig. Das einzige Blöde ist, dass ich Sonntag, Montag früh aufstehen darf, ne? Frühstück. Ich bin kein Freund der Frühschicht. Was Aufstehen geht. Feierabend machen schon. Weil dann ist ja früh, viel früher Feierabend, ne? Also wenn man jetzt theoretisch so wie Freitag eine Spätschicht war auch ungünstig, ne? Also das macht sich schon besser, wenn man früh hat, ne? Dann hat man, ist man abends ganz anders ausgeruht, ne? Mal einen kurzen Mittagsschläfchen und so, ne? Ein bisschen anders fahren jetzt mal, dass wir da hinten reinkriegen wieder. Ja, macht nichts. Wenn wir da hin zurück zum Häcksler und dann geht weiter. So, Countdown-Zähler hier, damit wir nachher nicht überziehen, ne? Und nicht zu kurz machen. Ob sie vergessen, die Pause rauszuschneiden. Kann passieren. Eifer des Gefechts. So, mal gucken wir gerade hier FPS. Also seitdem wir das mit OBS separat machen, ist es besser geworden. Weil bei Feldern ist immer eingebrochen. Leistung. Gut, da muss er viel darstellen, ne? Berechnen. Ja, das ist so, ne? Ja, mein Päckchen auspacken, ne? Webcam, naja, das muss ich heute machen. Im Laufe des Nachmittags. Dann muss ich wieder jetzt umstellen. Jetzt ist auch zu blöd. Geschrieben haben die Montag. Aber gut. So brauche ich Montag nicht losdüsen, ne? Zur Post. Beziehungsweise Dienstag. Weil. Da ich ja frühstückt habe, wische ich Post ja dann nicht. Ach gut. Die anderen Sachen kommen ab dann später. Da sind ja die Netzwerkkabel hier. Weil ein Kabel, ich habe es zu kurz. Da liegt hier quer rüber. Das ist ungünstig. Mag ich nicht. Muss ich umbauen. Und dann werde ich auch einiges umbauen. Versuchen mal. Umräumen, dass es ein bisschen ja, Chaos weg ist, ne? Sieht da rum eine Kurve, ne? Komm, komm und her. So. Im Grunde ist es egal, welchen Häcksler man verwendet, das ist wurscht, weil es ist nur eine
am Ende eine Frage des Preises. So, fahren wir von vorne ran wieder. So, wir haben da ein bisschen Luft. Und die Geräte haben unterschiedliche Preise, aber die Eigenschaften sind an die ähnlich normalerweise. Also Geschwindigkeit und so. Betriebskosten weiß ich jetzt nicht genau, wenn teurer billiger ist. Ob Gras nochmal gewachsen ist, weiß ich auch nicht. Aktuell nicht so auf dem Plan. Die alten Felder will ich eigentlich neu einsehen, dass spätestens am letzten Tag im Herbst wollte ich das machen. Wenn ich jetzt schlau bin, mache ich an der Wand nichts ran. An mir. Dann ist es gut. Aber so können wir es testen. Ja, wenn ich das wüsste, wundert. Ich kann es ja auch nicht ändern. Ich kann programmieren, ich habe keine Ahnung, und von Modden auch nicht. Also ich bin da im Prinzip total machtlos. Ich muss jetzt auch nicht mit ist. Ich bin ja auch die andere Arbeit angewiesen. Ich meine, es gibt ja auch genügend Original-Dinge, aber naja, gut. Von der Größe her vielleicht nicht, weiß nicht genau, ob die gleiche Funktion hat, aber so im Großen und Ganzen kann man hier alles ohne Mod spielen. Ne? Wo steht der? Oder da hinten irgendwo, da vorne, ja. Da kommen wir hin, ich komme ja schon. Ja, hier meist könnte man gut zu zweit arbeiten und dritt, ne? Aber ist ja nur ein kleines Feld. Das andere werden wir wahrscheinlich so Mais, Körnermais machen. Können ein bisschen Geld verdienen im Frühjahr. Ja. Das ist die Folge Nummer 2, das ist ein Dienstag, da muss ich mir überlegen. Die Uhrzeit haben wir jetzt schon kurz vor 11. Zeit vergeht doch wie Sau. Na, kannst du den hier entscheiden, links oder rechts? Ja, ja. Verdichten wir mal auch noch. Na, dann muss ich sehen, dass ich zumindest die ganzen Produktionen drauf lasse mit meinen Mods. Und was ich runternehmen wollte, sind die Maschinen, die wir nicht mehr haben. Jetzt aber unlogisch, ne? Ja. Aber wenn ein Programm das so vorgesehen ist, ist das so vorgesehen, ne? Dann fährt er halt von oben wieder an, ne? Ist aber lang hier. Noch was drinne? Nee, ne? Nee. Mal sehen, wo anfängt. Ich glaube, da oben gleich in Ecke. In der Nähe bleiben. Fährt er nicht los.
So, da sind wir wieder. Und das kriegt das Kursplay nicht hin, vor allen Dingen außerhalb zu fahren. Ne? Mal weiter innen, mal weiter außen. Und vor allen Dingen kreuzen wir meistens den Häcksler. Und das ist dann nicht lustig, wenn er genau vom Häcksler durchfährt, ne, vorbeifährt und der andere will weiterfahren, er kennt das nicht. Aber gut. Wir geben die Hoffnung nicht auf, dass die Jungs das hinkriegen. Von daher glaube ich nicht ganz, dass ein 21er kommt. Das ist ein bisschen. Da muss ja ein ganzes Team dabei anarbeiten, ne? Ja, da bin ich gespannt, was da alles kommt. Was man noch steuern kann, ne? Das ist die entscheidende Frage. Früchte und so, naja, ist nicht mehr viel da. Wüsste ich jetzt nicht. Gut, man, klar, könnte man Getreide, Roggen dazu nehmen oder noch andere Sorten hier, die es gibt vielleicht, ne? Exoten vielleicht. Ne? Reis eher nicht, glaube ich nicht. Aber gut, man weiß ja nie, ne? Ja, seid mal tschüss auf den Gewinkel. Ciao, ciao. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich würde mal gleich ich mache noch zwei Folgen, dann mache ich Pause. Im Mittag und so, ne? Dann sage ich immer tschüss und ciao, ciao. Vielleicht sehen wir uns dann zur nächsten Folge wieder. Tschüss.